Seit ihrer Gründung im Jahr 1906 konnten die Freunde der Staatsgalerie Stuttgart über 2000 Gemälde, Plastiken und Grafiken erwerben und als Dauerleihgabe der Staatsgalerie übergeben, darunter viele Werke von Weltrang. Möglich ist dies durch die Mitgliedsbeiträge, Spenden und das Engagement der Mitglieder. Hier stellen wir Ihnen Fenêtre simultanée numéro 2 von Robert Delaunay vor. Ich bin Jutta Fischer, seit langen Jahren arbeite ich als Kunstvermittlerin für die Staatsgalerie Stuttgart. Das Bild, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, hängt in der permanenten Sammlung der neuen Staatsgalerie im Bereich der klassischen Moderne. Dieses kleinformatige Ölgemälde haben die Freunde der Staatsgalerie 1987 erworben. Die Bildfläche ist untergliedert in zahlreiche Rechtecke, die mal transparent, mal intransparent sind und unterschiedlichste Farben aufweisen. Das reicht von Gelb, Orange über Grün, Blau bis hin zu Violett. Auf den ersten Blick erscheint die Arbeit ungegenständlich, abstrakt. Bei genauerem Hinsehen erkennt man im oberen Bildbereich aber den grünen Eiffelturm. Dieses markante Gebäude konnte Robert Delaunay täglich aus seinem Fenster in Paris wahrnehmen. Durch diesen Aufbau bekommt die Arbeit einen sehr dynamischen, bewegten, auch rhythmisierten Charakter, und er wählte für diese Darstellung den Begriff Simultankontraste des Farbtheoretikers Eugène Gevreuil. Diese Farbtheorie besagt, dass das Auge beim Betrachten einer Farbe die Komplementärfarbe ergänzt. Das heißt, sehen wir eine solche Menge unterschiedlicher Farbflächen, ergänzen wir noch zahlreiche zusätzliche Farben und es ergibt sich ein großer Farbzusammenklang. Ein Simultanklang quasi. Der Schriftsteller Guillaume Apollinaire prägte für diese Art der Malerei den Begriff Orphismus in Anlehnung an Orpheus, den Sänger aus der griechischen Mythologie, weil diese Arbeit eben auch einen sehr musikalischen Charakter hat. Delaunay selbst bevorzugte den Begriff der Peinture pure für seine Arbeit. Delaunay beschäftigte sich hier vor allem mit den Aspekten Licht und Farbe und schnell stellt sich die Assoziation an Glasfenster ein. Und tatsächlich war Delaunay, bevor er mit dieser Serie begann, in der Kirche Saint-Séverin im Quartier Latin und beobachtete dort die Lichtbrechungen, die entstanden, wenn das Sonnenlicht durch die farbigen Kirchenfenster in den Innenraum fiel. Mir gefällt bei dieser Arbeit besonders die helle Leichtigkeit, die unter anderem durch den gekonnten Einsatz der Farbe Weiß entsteht. Robert Delaunay war ein wichtiger Impulsgeber für zahlreiche Künstler, so auch für die deutschen Expressionisten, allen voran Franz Marc und August Macke. Die beiden besuchten ihn 1912 im Entstehungsjahr dieser Bildserie in seinem Atelier in Paris und waren begeistert von diesen Arbeiten. Die Folge, sie selbst malten abstrakte Kompositionen mit kräftigen Farbkontrasten, lichten Farbkontrasten. Zwischen den drei Künstlern entspann sich ein produktiver Austausch, der vor allem durch Sonja Delaunay gefördert wurde, weil sie Kultur- und Sprachgrenzen überbrücken konnte. Sonja Delaunay, die Frau von Robert, war selbst anerkannte Künstlerin. August Macke äußerte sich besonders begeistert zu den Arbeiten von Robert Delaunay und so sagte er einmal: Wenn ich durch diese sonnendurchleuchteten Fensterscheiben die Häuser und den Eiffelturm sehe, so geht mir das Herz auf. Sie sind gar nicht abstrakt, sondern die größte Wirklichkeit. Ich sehe es ganz genau.